Willkommen auf dem Kanal Anaquana TV. Willkommen und heute frage ich mal ganz wirklich ohne Probleme, wie liegt euch eure Gesundheit denn am Herzen? Und wie ich schon immer in meinen ganzen Videos erkläre, möchte ich heute eine ganz kurze oder eine ganz lange Rundumschau geben, warum wir überhaupt krank werden. Und bitte schalt jetzt nicht ab. Ja? Das hat einen guten Grund. Ja? Bitte bleib einfach mal dran und hör einfach mal zu, was ich dir sagen will. Weil dieses Thema ist für mich eins der wichtigsten Themen überhaupt. Weil ihr rennt immer alle dann zum Arzt, wenn es zu spät ist oder wenn das Wehwehchen schon da ist. Okay? Durch all meine Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe über die Jahre, was mich anbetrifft, was andere Menschen antrifft, die es angenommen haben, die gerne darüber mehr Informationen haben wollten und die einfach die Anwendung darin sehen, wie stark die Natur ist und wie mächtig die ganze Sache ist. Wenn ihr zum Arzt geht, meine Freunde, dann kriegt ihr meistens nur Tabletten gegen die Symptome, ja? Also nie gegen die Ursache. Ja? Die Ursachenbehandlung wird irgendwie gar nicht behandelt, sondern irgendwie wird sie einfach weggelassen. Fangen wir an, warum viele Krankheiten im Darm entstehen. Ja? Der Darm ist das Immunsystem unseres Körpers. Eine Fehlbesiedlung, ja? Zu wenig gute Bakterien, führt dazu, dass irgendeine Krankheit ausbrechen kann, wenn irgendetwas im Körper überhand nimmt oder ein Ungleichgewicht stattfindet. Ja, nehmen wir Grippe oder Erkältung, kann durch den Darm ausgelöst werden. Da bin ich fest von überzeugt, denn warum antwortet der Körper denn mit Fieber? Fieber bedeutet einfach nur, der Körper probiert Immunzellen herzustellen in einer schnellen Art und Weise, denn durch die Hitze, die der Körper erzeugt in der Haut, entstehen Immunzellen. Bewiesen, könnt ihr alles googeln. Zucker. In 80% unserer Lebensmittel, meine Damen und Herren, befindet sich Zucker. Ihr geht in den Supermarkt, ihr könnt überall auf jedes Produkt gucken, ihr werdet Zucker finden. Selbst im Magerquark werdet ihr Zucker finden. Und das ist eine Verzuckerung, die die Zellen angreift und instabil macht und den Körper belastet, überlastet und wieder später zu Langzeitschäden führt. Hoher Cholesterin, Diabetes, Kreislauferkrankungen und so weiter und so weiter und so fort. Alle Krankheiten, die wir kennen, sind eigentlich ein Unding. Denn schauen wir in Japan oder in den tiefsten Busch Afrikas, da finden wir die ganzen Volkskrankheiten, die wir hier haben, irgendwie nie. In Afrika gibt es so gut wie keine Rückenschmerzen. Ja? Denn dort ist der Vitamin-D-Gehalt so massiv, dass die Kalziumproduktion und das Einlagern in den Knochen durch das grüne Zeug, was sie essen, das K2, das dazu führt, dass das übermäßige Kalzium gut in die Knochen eingelagert werden und eine gute Knochendichte da ist. Zudem bewegen sich die Afrikaner viel. Das bedeutet, auch da ist wieder der Teufel im Detail. Denn Bewegung ist bei uns in Deutschland irgendwie ein Mangelzustand geworden. In unserer Jugend haben wir uns alle gut bewegt und wir konnten unsere Gelenke immer schulen und das weiter und so weiter. Ja, Vitamin D, wichtiger Baustein für unsere Knochengesundheit und aber auch für viele andere Dinge in unserem Leben. Atherosklerose, ein zweites Faktum, warum viele krank werden und die Fehlernährung der falschen Fette, der zu vielen Zuckerstoffe, Alkohol, Nikotin und so weiter und so fort. Ich frage mich, wer da draußen wirklich Interesse denn am Leben hat. Ja, denn ich sehe, wie die Menschen sich selbst verletzen. Keiner würde gerne ein Messer sich in den Arm rammen, weil es eine sichtbare Verletzung ist. Also bitte, wacht doch einfach auf und schaut, wie das Leben einzigartig sein kann. Ja, natürlich, uns allen geht's nicht gut. Keiner ist erfüllt, keiner hat das massivste Geld und kann überall hingehen oder hat eine Partnerin oder einen Partner und ist glücklich. Viele Ursachen tun das eigene Denken und das Mindset trüben und man zieht sich daran runter, wenn man sich darauf einstellt. Meine Lebensaufgabe, die ich mir seit meiner Krankheit hier auf YouTube gemacht habe, ist, was passiert, wenn ich wirklich alles Schädliche weglasse und wenn ich das Gute konsumiere in einem sehr hohen Maß und viele Gegebenheiten so ähnlich lebe wie zum Beispiel die auf der Insel. Das ist ein Problem, denn hier bei uns in Deutschland ist das Leitungswasser übersät, nicht sauber. Denn diese ganzen Giftstoffe können sich schon lange nicht mehr rausfiltern. Sauberes Wasser ist das Grundelement, womit auch alles steht und fällt.
In unserem Grundwasser, in unserem Leitungswasser befindet sich Babypille, Ibuprofenreste und so weiter, Antibiotika, die auf Langzeitsicht auch Schäden in unserem Körper anrichten. Wie können wir viele Dinge denn vermeiden? Als erstes ist es ganz wichtig, den Zucker in den Produkten zu meiden. Und ja, ihr seid daran gewöhnt. Ihr seid wahrscheinlich vielleicht sogar zuckersüchtig und wisst es gar nicht. Am besten fangt ihr damit an, Zucker wegzulassen. Ich empfehle euch morgens, wenn ihr gutes Wasser haben wollt, dann besorgt euch einen guten Wasserfilter, der wirklich eine gute Leistung hat. Ich empfehle meinen Lotus-Wasserfilter. Natürlich gibt es auch andere, wo das Wasser nicht steht, somit auch weniger Keimbildung entsteht. Und sauberes Wasser, wichtig. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, das machen die Japaner auch, 3 Gläser à 330 Milliliter Wasser konsumieren. Denn in den 8 Stunden, in denen ihr schlaft, habt ihr kein Wasser. Und die Zellen und die Organe, die sind davon abhängig, dass alles sehr gut mit Wasser gefüllt wird. Der Speicher. Zudem solltet ihr über den Tag verteilt pro Stunde mindestens 300 Milliliter Wasser trinken. Ja, im Sommer sogar vielleicht ein bisschen mehr. Damit fangen wir an. Die nächsten Grundlagen. Weizen verzichten. Wenn nur Vollkornprodukte, wie zum Beispiel Dinkel, oder ein stabiles Korn, aber keine Weizenprodukte, meine Damen und Herren. Und ich weiß, es ist verdammt schwer, denn da draußen ist fast alles mit Weizen. Was kommen wir noch? Wir müssen unsere Arterien sauber halten. Ich mache kurweise mit Zitrone, Ingwer, Kurkumin eine Kur und Knoblauch, 30 Zehen, und mache mir daraus einen Sud. Das unterstützt die Arterien. Wenn wir viele Dinge, die vorher gesagt wurden, weglassen, Vitamin D, K2, denn das K2, wir konsumieren und ernähren uns und es bildet sich im Körper erstens durch das Vitamin D, Calcium, und durch unsere Ernährung konsumieren wir ebenfalls wieder Calcium. Doch zu viel Calcium kann sich in den Arterien niederlegen und das ist nicht gut, denn das führt später zu Ablagerungen, Atherosklerose und auch wieder Herzinfarkt und Plaque. Verklumpungen, Natokinase, eins der wichtigsten Elemente, das ich kennengelernt habe, das unsere Arterien frei hält. Aber OPC, Traubenkernextrakt aus einer guten Quelle, jeden Tag konsumiert, hält ebenfalls euer Blut flüssig und sauber, sagen wir es mal so. Vitamin C, bitte keine Ascorbinsäure, sondern ein vollkommenes Vitamin C, Kamu Kamu. Denn das ist wichtig für die Arterien, damit sie geflickt werden und repariert werden können und elastisch bleiben. L-Carnosin empfehle ich nur in Intervallen, denn es entsteht sonst ein Superoxid und das ist wieder schädlich. Deswegen sollte man L-Carnosin nur in Intervallen zu sich nehmen, um die Arterien mal schön zu weiten, damit ihr einfach mehr durchpumpt, also mehr Blut durchpumpt und so weiter und so fort. Es gibt noch 1000 andere Stoffe, die ich jetzt hier behandeln könnte, um euch zu sagen, was es ist. Das nächste wichtigste Element ist, den Krebs vorzubeugen. Krebs, eine Entstehung, die durch Zucker befeuert wird, denn Krebs ernährt sich ebenfalls auch von Zucker. Dies können wir eliminieren, indem wir modifiziertes Citruspektin konsumieren. Das ist ein Pulver, das löst man, wenn man es kann, in Wasser oder in einen Saft und trinkt es einfach. Und das unterbindet den Krebszellen die Zuckermoleküle, damit kein Zuckermolekül mehr sich an den Krebs heften kann. Aber es gibt auch andere Krebsarten, die durch Zellteilung, also durch Fehlzellen, durch Abfall zu Krebs werden können. Wie können wir dem entgegensetzen? L-Carnosin, eine der mächtigsten Aminosäuren auf diesem Planeten, finde ich, die in der Lage ist, Zellen zu verjüngen. Gibt es auch Studien, massiv. Ja. L-Carnosin beseitigt auch die Ablagerungen bei Demenz im Gehirn, dieses böse Eiweiß, das dann die Nervensysteme blockiert und dadurch dann Demenz entsteht. Ablagerungen. L-Carnosin hat noch so viel weitere gute Eigenschaften. Ich werde euch das meiste unten verlinken in der Beschreibung, damit ihr selbst mal ein bisschen lesen könnt, das was aktiv ist. Gehen wir weiter auf den Krebs ein. Was können wir vorbeugend tun, um Krebs im aktiven oder im vorbeugenden Status zu entgegen? Kurkumin. Am besten ein sehr hochdosiertes Kurkumin zwischen 500 Milligramm reinem Kurkumin
bis zu 7 Gramm bei aktivem Krebs. Alle diese Produkte, die ich jetzt sage, sollte man in Kombination nehmen, denn dann sind sie die mächtigste Waffe. Das nächste ist Quercetin. Quercetin ist ebenfalls bei Krebsanwendungen sehr, sehr stark und hat in Studien gezeigt, dass es den Krebs stoppen oder sogar besiegen kann. Quercetin hat aber noch eine andere Eigenschaft. Alle da draußen haben, also nicht alle, aber viele haben Allergien. Das entsteht durch einen zu hohen Histidin. Wir brauchen dagegen einen Histidin-Blocker. Und Quercetin ist eines der stärksten naturbasierten Mittel gegen Allergien auf dem Planeten. Könnt ihr auch alles nachlesen in Studien. Gehen wir weiter. Jiagulan. Jiagulan kommt aus der chinesisch-traditionellen Medizin und ist ebenfalls in Studien aufgefallen, dass es Krebs stoppen und zerstören kann. Ja, das Weitere ist das modifizierte Zitrospektin, das ebenfalls in Österreich und in der Schweiz schon angewendet wird und wie gesagt Zuckermoleküle das Anbinden an oder das Ernähren von Krebs unterbindet. Ja, um all diese Stoffe in meiner Theorie dahin zu bringen, wo der Krebs, wenn er aktiv ist, zu bringen, ist DMSO. Nach meiner Meinung ist DMSO, da es ein Lösemittel ist und ein Trägerstoff, dass es alle Barrieren in unserem Körper durchdringen kann, also jede Zellschicht, dann bin ich davon ausgegangen, dass wenn wir diese Dinge konsumieren und ebenfalls einen Löffel DMSO plus 300 Milliliter Wasser, dann tut das DMSO diese 4-5 Stoffe in die Krebszellen sogar transportieren und von innen heraus den Krebs vielleicht zerstören. Das ist von mir eine These. Leider kann man die, ja, nur wenn man Geld hat, erforschen lassen. So weit geht leider die Forschung nicht. Aber es wäre für mich eine der wichtigsten Forschungen. Was wäre, wenn diese 4 Stoffe die Lösung sind, um Krebs in dieser Welt zu zerstören? Und ich gehe stark davon aus, denn die Studien geben was nun mal her, was ja einfach da ist. Denn diese 4 Stoffe, die ich genannt habe, sind die mächtigsten gegen den Krebs. Plus die Lebensweise. Es gibt noch viele tausend Dinge, warum, wieso, weshalb wir tun können. Ab einem bestimmten Alter, das kommt jetzt auch auf mich zu, ist man mit den Hormonen etwas anders. Um diese Hormone entgegenzuwirken, wie bei Männern, sollten wir versuchen, den Testosteronspiegel so hoch wie möglich zu halten in unserem Alter. Das bedeutet leider auch Kraftsport zu machen, Fahrrad zu fahren, denn viel Testosteron entsteht auch in unseren Beinen. Das bedeutet, ältere Männer ab 40 sollten aktiv Fahrrad fahren oder Krafttraining betreiben, damit das Testosteron in unserem Körper, das wichtigste Hormon, vorhanden bleibt. Des Weiteren sollten wir darauf achten, auf jeden Fall ein Gewicht einzuhalten, das kein Fett beinhaltet. Denn zu viel Fett, und das habe ich gerade das Problem, unterdrückt wieder den Testosteron. Denn das Bauchfett produziert Östrogen. Und dieses Östrogen ist schlecht für den Mann und bringt den Testosteron einfach zum Einknicken, wenn zu viel Östrogen vorhanden ist. Es gibt noch tausend andere Dinge, die ich in meinem Leben rausgefunden habe, was, wie, wo, wo. Mein Ding ist es, wie alt wird wer? Wie alt werden wir? Ist es wirklich so, dass wir alle nur 120 maximal leben könnten? Ich glaube nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Fakten, die beweisen, dass wenn wir zu schädlich essen, schneller altern und schneller sterben. Und ich frage mich, wer da draußen, wenn er wirklich glücklich sein will, es geht jetzt nicht darum, welche Probleme. Es geht darum nur, ob wer wie lange leben möchte. Viele wollen irgendwie nur sterben, aber das liegt daran, dass die Lebensumstände scheiße sind und sie dann sagen, ja, besser zu gehen. Ich glaube nicht daran, dass wir nur 120 Jahre alt werden könnten. Denn zu viele Menschen auf dieser Welt, ja, essen schädlich, ernähren sich falsch, supplementieren nicht. Wie ist es, wenn jetzt die Japaner auf der Insel der 100-Jährigen zusätzlich zu dem, was sie schon tun, supplementieren würden? Stellt euch mal vor, sie würden alle Aminosäuren jeden Tag abdecken, sie würden jeden Tag die Vitamin-C-Dosis einhalten und die Vitamin-Bs und was es alles gibt. Und vor allem Glutathion. Wie alt würde ein Mensch dort auf Japan werden? Das ist eine wichtige Frage. Und sie ist sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob irgendwann jemals darauf kommen wird. Alle suchen immer früher nach dem Heiligen Gral. Ich glaube, der Heilige Gral ist gerade in dieser Zeit
so greifbar, dass ihn keiner sieht. Und da ich schon immer jemand bin, der anders denkt und sehr, sagen wir mal, nicht geradelinig denkt, sondern immer daran denkt, was ist da draußen? Was ist das Geheimnis? Und das Geheimnis ist die Supplementation, die wir heute uns ermöglichen können. Die Vielfalt von Extrakten, die hohe Konzentration aus den Pflanzen. Es ist immer erstaunlich, wenn ich mir Bäume anschaue oder Schildkröten, die so alt werden. Und da denke ich mir, das Geheimnis liegt auch daran, dass die Japaner eben wenig essen. Umso weniger du isst, umso weniger hat der Körper zu arbeiten. Das bedeutet, es muss ein Maß gefunden werden, in dem du in der Balance bist. Plus die Supplementation. Ich konnte auf diesem Kanal schon sehr oft beweisen eigentlich, dass durch die Supplementation meine kompletten grauen Haare weggegangen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Körper hat die Fähigkeit, wenn ihm die Stoffe gegeben werden, zu regenerieren und die Stoffe zu ersetzen, um dann wieder Farbpigmente zu produzieren. Das nennt sich Melanin oder so ähnlich. Bin ich mir jetzt nicht sicher, kann es nicht aussprechen. Aber es ist ein Stoff, der die Farbe der Haare wieder herstellt. Und wenn der gestört ist, weil etwas fehlt im Körper, dann werden die Haare grau. Alles steht und fällt. Die Gesundheit ist für mich das Wichtigste, was ich kennengelernt habe. Denn glaubt mir, die Angst, die wir alle verdrängen, ist der Tod. Die Frage ist nur, wie willst du sterben? Ja? Willst du im Krankenhaus liegen, elendig an irgendetwas leiden? Oder soll es für dich schnell gehen? Noch niemand da draußen ist wirklich an dem wirklichen Tod eines Menschen gestorben. Was ist der wirkliche Tod? Der wirkliche Tod ist der Zelltod. An dem Tag, an dem deine Zellen sich nicht mehr teilen können. Das ist eigentlich der wirkliche Tod. Alle anderen Tode sind durch Fehlernährung, Überzuckerung, Krankheiten, die wir alle hätten vermeiden können, ausgelöst. Jeder anders. Aber ist es nicht das umso wichtiger, dass wir diese Art des Sterbens verhindern, wenn wir dazu in der Lage sind? Natürlich sind wir begrenzt in der Lage, denn jeder Mensch ist anders. Aber im Allen und Allen bestehen wir aus allem. Jeder besteht oder jeder braucht die Vitamine, jeder braucht Eiweiß, jeder braucht Aminosäuren. Alles hängt davon ab. Als nächstes möchte ich noch ein schönes Produkt sagen, was jeder eigentlich zu Hause haben sollte. Strophantin. Strophanthus gratus. Das Herzmittel Nummer 1, das eure Natrium-Kalium-Pumpe von Stress befreit, die Arterien erweitert. Und das Herzmittel Nummer 1 war, bevor es vom Markt vertrieben wurde. Ich habe gekämpft, um es zu bekommen. Die Urtinktur. Und meine Hausärztin steht hinter mir. Das war ein Kampf, denn die meisten Ärzte wissen nichts mehr davon, weil es nicht mehr gelehrt wird. Denn Digitalis und andere Produkte der Pharma haben es vertrieben, denn nur damit lässt sich Geld verdienen. Auf diesem Kanal vertrete ich immer die Meinung der Wahrheit. Und jetzt denken viele, ja, die Wahrheit kann verschieden sein. Aber die Wahrheit ist immer aus Studien und Fakten und Erfahrungen anderer Menschen und meiner eigenen. Und dafür stehe ich. Und ich möchte Menschen helfen. Ich möchte Menschen die Augen öffnen, dass das Leben wertvoll ist. Dass jeder Tag, den du länger leben kannst, der wertvollste auf diesem Planeten ist. Es gibt nichts Wertvolleres als dieser Augenblick, den du hier erlebst. Es ist die Versuchung, die euch jeden Tag vor die Augen geführt wird. Schokolade, Eis, was weiß ich, Alkohol, Zigaretten und was es alles gibt. Ist es nicht wertvoller, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, ich bin noch am Leben, ich bin noch hier? Ich finde es ja, denn es ist so einzigartig, dieses Geschenk. Und es ist schade, dass viele Menschen es einfach wegwerfen. Seit meiner Krankheit weiß ich, wie wertvoll dieses Leben ist. Und ich habe mich so intensiv mit diesem Wissen auseinandergesetzt und so viel gelesen und gebildet. Und es gibt noch viel zu entdecken. Ich bin für die Gesundheit. Für was seid ihr?
euer Anaquana TV. Ciao.